Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen beim Hörgenuss des Monats oder in meinem Fall zum Hörgenuss des Jahres, denn wir widmen uns heute in der letzten Woche des Jahres ein wenig um ja das ganze Jahr, was ich gehört habe, wie viele Hörbücher, Highlights, Flops und so weiter. Heute ist ja der letzte Donnerstag im Monat und das bedeutet immer Hörgenusszeit. Ich freue mich heute dann schon auf die Abo-Liste, denn all die wunderbaren lieben Kolleginnen, die heute ein Video hochladen zum Hörgenuss, da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Ihr findet die Playlist und auch die Kanäle unten in der Infobox. Schaut da also gerne mal vorbei. Und heute gibt es bei mir, wie gesagt, keinen Hörgenuss des Monats, sondern ich blicke ein wenig zurück und schaue mir mein Hörjahr sozusagen an. Natürlich zählen für mich Hörbücher auch dann zu den gelesenen Büchern. Da wird es dann am Samstag einen Jahresrückblick dazu geben. Da zählt natürlich jetzt die Anzahl und die Statistik natürlich auch nochmal mit rein, aber ich möchte mich explizit heute ein bisschen den Hörbüchern widmen und auch dem Podcast, möchte da einfach ein bisschen drüber quatschen. Ähnlich haben wir es im letzten Jahr auch schon gemacht und es gab am Dienstag auch schon den Rückblick zu Serien und Filmen, packe ich euch mal unten in die Infobox, sollte euch das auch irgendwie interessieren. Ja, die letzte Woche des Jahres, ja, ist ja perfekt dazu gemacht, um ein bisschen zu reflektieren. Ich habe 52 Hörbücher gehört. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das bedeutet so im Durchschnitt tatsächlich pro Woche ein Hörbuch. Kommt manchmal nicht ganz hin, aber jetzt rein rechnerisch zurückblickend bedeutet das, ich habe jede Woche ein Hörbuch gehört. Im Vergleich zum letzten Jahr ist es ein bisschen weniger. Da habe ich 56 Hörbücher gehört. Eingezogen sind 57 Hörbücher, das heißt, ich habe da auch ein bisschen am Sub gearbeitet und das ein oder andere Hörbuch dann auch vom Sub befreit. Es gab 20 Highlights, was auch so im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen weniger ist. Da waren es definitiv mehr Highlights, da war es, glaube ich, ein bisschen was über die Hälfte der gehörten Hörbücher. Und man muss auch sagen, bei diesen 20 Highlights sind 7 Harry Potter dabei. Ja, das ist dann tatsächlich im Grunde 13 Bücher, die neu waren. Und da muss man natürlich jetzt sagen, von 45 Büchern, die dann neu waren. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Also ich bin ganz zufrieden. Es ist fast die Hälfte ein Highlight gewesen. Und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man wirklich so betrachtet, wie viel man hört, was man vielleicht auf den ersten Eindruck auch einfach gut findet. Und 7 Hörbücher waren leider ein Flop bzw. ein Abbruch. Das habe ich hier nicht nochmal explizit getrennt. Und das ist tatsächlich auch ganz okay. Also das passiert natürlich. Und das Schöne zum Beispiel bei Audible ist ja dann auch einfach, dass man eben ein Hörbuch auch zurückgeben kann. Das geht ja sehr unproblematisch. Und gerade wenn man das Buch dann eben nicht beendet hat und es nicht ein Flop ist, sondern eher ein Abbruchbuch, verwende ich das tatsächlich auch ganz gerne bei Audible. Ich möchte jetzt ein bisschen über die Highlights sprechen, auch über 2, 3 Reread-Highlights und auch ein bisschen was noch zu dem Podcast erzählen, denn ich höre ja auch Podcasts, die jetzt hier in der Statistik ja gefühlt überhaupt nicht auftauchen. Ich hatte tatsächlich überlegt, so ein bisschen Hörzeit mit zu notieren, wie viele Stunden ich dann Hörbuch gehört hätte. Und dann dachte ich aber, Steffi, deine Statistikliebe, das geht einfach zu weit. Ich könnte jetzt zwar schon sagen, wie viele Seiten hatte jedes Hörbuch als echtes haptisches Buch, weil ich das ja wiederum notiere, um dann eben auch so ein Gefühl zu bekommen, wie viele Seiten habe ich im Monat gehört, gelesen. Ich zähle ja Bücher faktisch da auch einfach dazu, aber ich dachte, das würde jetzt tatsächlich einfach viel zu weit gehen. Ja, es gab 5 Highlights, die ich hier auch nochmal erwähnen möchte. Es gab ja auch meinen Jahreshighlight Adventskalender und da ist das ein oder andere Buch definitiv auch drin aufgetaucht. Da packe ich euch die Playlist auch mal in die Infobox. Also ja, das seid ihr jetzt ganz beschäftigt. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Das erste Highlight, was ich gehört habe, ist von Melanie Rabe, Kreativität. Und das Schöne hier ist auch einfach, dass Melanie Rabe dieses Hörbuch selbst gesprochen hat. Mit ihren Thrillern habe ich so meine Probleme, aber gerade bei diesem Sachbuch, das sich eben um ihre eigene Kreativität dreht, wie sie herangeht, wo sie Kreativität erfährt, wie sie auch Kreativität
ja, im Grunde definiert. Und das fängt eben tatsächlich an beim Kochen, beim Grußkartenschreiben, bei einem Videodrehen, bei allem Möglichen. Es muss nicht immer ein Kunstwerk sein oder ja, ein Buch schreiben, wo man Kreativität einsetzen kann. Das fand ich eine sehr schöne Message, die dieses Buch ja, im Grunde übermittelt hat. Und mir hat es beim Hören unglaublich gut gefallen. Ich hatte auch recht zeitgleich dann das haptische Buch hier. Das habe ich mir ertauscht auf Tauschticket und war da ganz froh, denn ich konnte dann schon Markierungen während des Hörens im Buch vornehmen und kann da jetzt natürlich immer mal wieder reinblättern und weiß dann, ah ja, genau, das hat Melanie Raabe so toll ausgesprochen und so wunderbar vertont. Auch das nächste Hörbuch wurde vom Autor selbst gesprochen, nämlich Pfoten vom Tisch von Harpe Kerkeling. Auch er hat, wie gesagt, sein eigenes Buch vertont und ich finde, das kann auch niemand besser machen als Harpe selbst. Ich habe es wirklich geliebt und gefeiert und es ist wirklich ein Buch, was ich allen tierlieben Menschen empfehlen möchte, nicht nur Katzenliebhabern, auch wenn ich jetzt schon einmal gehört habe, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert hat, wenn man wahrscheinlich nicht so ganz tief in dieser Katzenblase irgendwie drin ist. Aber sonst habe ich tatsächlich auch im Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis gehört, egal ob Katze, Hund, Pferd, Maus, Kaninchen, dass dieses Hörbuch wirklich ein Highlight war. Ja, er erzählt uns hier ein bisschen seine Lebensgeschichte. Es beginnt auch mit seiner Kindheit und wie es dann eben nach dem Tod seiner Mutter so ein bisschen mit ihm weitergegangen ist. Er ist dann ja bei den Großeltern aufgewachsen. Dann gab es die Überlegung, ein Hund, eine Katze. Wie kam er zu seinen Katzen? Und er erzählt da wirklich sehr direkt so seine Lebensgeschichte und eben auch die Geschichte mit den Katzen und wie das ist mit diesen ja, wunderbaren Lebewesen zusammen zu leben. Und man kann hier als Katzenbesitzer tatsächlich ständig nur nicken, weil es gab so viele Situationen, die mir auch genau so passiert sind oder bekannt vorgekommen sind. Und das macht er natürlich auf sehr humorvolle Weise, auf sehr ehrliche Weise. Es sind auch manchmal ein paar traurige Momente mit dabei und da verdrückt man dann auch ein Tränchen, aber man schmunzelt und lacht doch definitiv mehr, als man hier an Traurigkeit hat. Er gibt auch Tipps zu den einzelnen Rassen, zu den Katzenfarben, Namensfindungen, was man auch beachten sollte, wenn man sich ein neues Haustier sozusagen holt. Und das fand ich tatsächlich auch ganz schön, eben für all die, die eben sich vielleicht das erste Mal eine Katze ja, holen möchten und ja, dann noch nicht so viel Erfahrung haben, auf was man da ein bisschen achten kann. Dann habe ich gehört von Andy Weir, der Astronaut. Ja, Science Fiction, wie ich es liebe, mit ganz viel Humor gespickt und einem Protagonisten, der wirklich Spaß gemacht hat. Ich habe hier ja auch schon Der Amasianer sehr gefeiert. Ich habe auch Artemis gehört, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, das Hörbuch war gesprochen von Richard Barenberg. Das habe ich mir jetzt leider nicht notiert. Ich würde es jetzt aber mal vermuten. Und ich habe das wirklich sehr, sehr gefeiert. Ich mochte die Geschichte, dass wir hier wieder ja, einen Astronauten eben haben, der im All erwacht, der sich an nicht viel erinnern kann, der dann durch diese ganzen Maschinen erfährt, er ist hier auf einer Mission und im Grunde die Erde zu retten. Und ja, es erinnert ein wenig an der Marsianer, auch wenn ja im Grunde das Grundkonstrukt ein bisschen anders ist, beziehungsweise der Grund, weswegen wir hier jetzt im Grunde im All unterwegs sind. Und ich habe es sehr gefeiert. Ich mag den Humor von Andy Weir, den er dann eben auch seinen Charakteren gibt. Und natürlich ähneln sich seine drei Charaktere jetzt am Humor, an der Art, wie sie Dinge sehen und beschreiben. Aber das liegt natürlich daran, dass Andy Weir diesen Charakteren Leben einhaucht. Also das ist so, wenn man den Humor nicht mag von Mark Watney in Der Marsianer, dann wird man auch den Humor von Artemis nicht mögen und auch im Astronauten nicht so lachen können. Ich mag diese Mischung aus leichter Science-Fiction. Ich bin gerne im Weltraum unterwegs. Ich habe das auch bei dem einen oder anderen Buch in diesem Jahr wieder gemerkt, dass es mich da definitiv öfter mal irgendwie hinziehen sollte. Das ist dann etwas, was ich fürs neue Jahr sozusagen gedanklich mitnehme. Und ich war da super gerne unterwegs. Es ist natürlich schon ein bisschen wissenschaftlich, man ist im All unterwegs, man bekommt Informationen, die vielleicht nicht immer ganz einfach sind, aber die sich doch gut erschließen und diese Mischung schafft Andy Weir für mich wirklich perfekt und zudem haben wir eben diese humorvolle Art, die mir eben auch ganz, ganz viel Spaß macht und ja, wo ich eben große Freude habe und ich fand es spannend und packend und mitreißend und ich mochte, wie diese Geschichte eben auch einfach erzählt wird. Das hat mir wirklich großen, großen Spaß. Auch bei
Beim nächsten Buch sind wir im Weltraum unterwegs und es ist Aurora erwacht von Amy Kaufman und Jay Kristoff, das ich zusammen gelesen gehört habe mit der lieben Anka und der lieben Becky. Und auch hier hatten wir großen, großen Spaß. Wir haben ja, soweit ich mich erinnere, nur einen Sprecher, der aber den verschiedenen Charakteren in der Geschichte wirklich wunderbare Stimmen verleiht, der es wirklich schafft, Atmosphäre rüberzubringen. Und das ist in diesem Buch einfach großes Kino. Es ist Science Fiction, die ein bisschen leichter ist, einfach weil sie natürlich auch im Jugendbuchsektor angesiedelt ist. Wir haben hier eine Gruppe von ganz speziellen Charakteren, die hier eben die Aufgabe haben, im Grunde Aurora zu retten, zu helfen, etwas herauszufinden, Rätsel zu lösen und das eben irgendwie im All. Und sie haben unterschiedliche Motivationen, sie sind aus unterschiedlichen Gründen bei dieser Mission dabei und wir haben hier eine wahnsinnig tolle Gruppendynamik, wir haben hier wirklich liebenswerte Charaktere, die super viel Spaß machen, ihnen im Grunde zu folgen und es war wirklich großartig. Man hat den Humor, den man von Jay Kristoff kennt, ich kenne von Amy Kaufman eine andere Reihe, wo ich glaube ich zwei Teile gelesen habe, deren Name ich mir nicht merken kann, mit Amy Kaufman und The Spooner oder irgendwie so hieß die andere Autorin, was ja auch ein bisschen Science Fiction schon war und ich mochte das sehr gerne. Man weiß natürlich nicht, wer hat hier welchen Part geschrieben, wie hat das so funktioniert, wer hat was wo eingepflegt, wer war wessen Idee, das muss aber auch gar nicht sein. Ich mochte die Kombination aus beiden sehr, sehr gerne und es ist natürlich leichter. Der Fokus liegt weniger auf der Wissenschaft, auf der Fiktion, also auf der Science-Fiction sozusagen, sondern eher wirklich in diesem Miteinander, in diesen Erde retten und wie man das am besten wirklich tut. Das war großartig, es war wirklich humorvoll, es gab einige Schmunzler und ich freue mich jetzt schon aufs neue Jahr, wenn dann der zweite Band erscheinen wird und ich vermute mal, dass der dritte dann wahrscheinlich eher Ende des Jahres erscheint und da freue ich mich schon sehr aufs Weiterhören und auch aufs Weiterlesen. Und gegen Ende des Jahres gab es dann auch noch ein Thriller-Highlight als Hörbuch, nämlich Schweig von Judith Merchant. Wir haben hier verschiedene Sprecherinnen, die eben auch die beiden Perspektiven der Schwestern erzählen und das war wirklich ein wahnsinnig spannender Thriller. Es ist sehr besonders, wir haben hier eben zwei Schwestern, die sich kurz vor Weihnachten treffen. Eigentlich will die eine Schwester, Esther, glaube ich, nur mal bei ihrer Schwester vorbeisehen, ihr ein Geschenk bringen. Die wohnt eben außerhalb, ein bisschen im Wald, ganz allein in einem Haus. Sie selbst hat Familie, einen Mann und zwei Kinder und hat eigentlich viel, viel Vorbereitungen. Und dann kommen aber beide Schwestern seit einigen Jahren mal wieder ins Gespräch und da tun sich dann ganz dunkle Geheimnisse und Erinnerungen auf und nichts ist dann mehr so, wie es vorher war. Und das Eindringliche hier war eben, dass wir durch diese Ich-Perspektive der jeweiligen Schwester, wenn die uns eben was erzählt, natürlich als Leser, Hörer selbst auch abwägen müssen. Was glauben wir? Was könnte stimmen? Welche der Varianten ist jetzt die echte? Wo führt uns das Ganze tatsächlich auch hin? Und durch diese zwei Sprecherinnen, da hatten wir natürlich wirklich auch jede Schwester mit ihrer Eigenheit sozusagen auch im Ohr. Und das fand ich sehr besonders. Das war sehr spannend, sehr packend. Und ich hatte einige Gänsehautmomente und ich fand es wirklich wahnsinnig irre, wie bösartig wirklich auch Menschen sein können. Und das wird es genauso geben, das ist dann immer das Erschreckende, dass man sich das wirklich vorstellen kann und ja, fand ich Hammer. Also wirklich ein wahnsinnig toller Thriller, der als Hörbuch wunderbar funktioniert hat und wirklich super viel Spaß gemacht hat. Dann habe ich auch noch zwei Reread-Highlights, nenne ich sie jetzt mal. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe die 7 Harry Potter-Bände in diesem Jahr gehört. Ich finde es großartig. Ich höre die Version von Rufus Beck und mir macht das super viel Spaß. Also ich kann da stundenlang zuhören. Ich liebe es, in diese Welt einzutauchen, die zu erleben. Ich lasse sie mir auch super gerne von Rufus Beck vorlesen. Das hat für mich auch nochmal so eine ganz eigene Magie. Für den nächsten Reread von Harry Potter habe ich mir mal vorgenommen, zu den englischen Büchern zu greifen. Ich habe ja alle 7 Bände hier. Ich habe auch 2 Bände in ein bisschen besonderer Optik hier. Und mal sehen, ob ich vielleicht dann auch mal zum englischen Hörbuch greife. Das wäre ja durchaus auch mal eine Idee. Kann ich absolut empfehlen. Ich weiß, viele kommen mit Rufus Beck nicht ganz zurecht. Es gibt da, glaube ich, auch noch eine zweite Variante von Harry Potter. Vielleicht ist das was für euch, aber mir macht das wirklich großen, großen Spaß. Und dann, überhaupt sowieso ein Lese-Lebens-Highlight, Lebens-Lese-Highlight so rum, ist Der Anschlag von Stephen King.
gesprochen von David Nathan, vor 3, 4 Jahren das Buch das allererste Mal gelesen, damals auch in der großen Leserunde, hat super viel Spaß gemacht, ist ja auch ein wahnsinniger Wälzer und ich habe den Anschlag in der Woche weggesuchtet. Ich habe nichts anderes gefühlt mehr gemacht, überall wo ich konnte, habe ich gehört. Ich habe dieses Hörbuch nicht aus den Ohren genommen. Ich liebe diese Geschichte, wir haben eine Zeitreisegeschichte, 5 Jahre vor dem Attentat auf John F. Kennedy hat unser Protagonist die Möglichkeit, im Grunde hinzureißen. Er versucht dann eben dieses Attentat aufzuhalten, muss aber natürlich erstmal diese 5 Jahre im Grunde Dinge in Erfahrung bringen, sich überlegen, auch irgendwie ein Leben leben und er beginnt auch damit so Kleinigkeiten zuerst zu ändern, auch nochmal zurückzureißen, zu überprüfen, funktioniert das überhaupt und es ist wahnsinnig groß, es ist episch und es ist perfekt. Keine Minute Hörzeit ist zu viel, auch keine Seite, wenn man es liest. Es ist wirklich ein wahnsinnig grandioses, großartiges Buch, mit das Beste, was Stephen King geschrieben hat und er hier auch wirklich einfach von diesem Horror und Ähnlichem weggeht, was ihm ja so nachgesagt wird. Für mich ist Stephen King also als andere als nur ein Horrorautor. Hier haben wir wirklich so ein bisschen dieses Historische, weil wir eben in die 1950er, 60er zurückreisen. Wir haben natürlich auch dieses Zeitreisephänomen. Wir haben aber natürlich auch einfach einen Roman über einen Mann, der irgendwie in einer anderen Zeit jetzt unterwegs ist, sich da anpassen muss und so weiter. Und es ist wunderbarst erzählt und das Ende ist einfach perfekt. Und es hat wohl einer seiner Söhne geschrieben. Also da wirklich großes Kompliment an den Nachwuchs, das ist wirklich perfekt. Und das waren wirklich 2 Rereads, die ich sehr genossen habe und die mir als Hörbuch oder Hörbücher großen Spaß gemacht hat. Und was mir auch immer wieder und ganz viel Spaß macht, ist Podcast hören. Ich bin da wirklich auch ganz aktiv dabei. Ich habe wirklich einige Podcasts, die wöchentlich eine neue Folge herausbringen, wo ich wirklich dahin fiebere. Und ich habe 3, die ich dieses Jahr wirklich sehr rege gehört habe, die auch laut Spotify eben zu den meistgehörten Hörbüchern gehört. Ich blende euch die Grafik hier einfach mal ein. Zum einen ist es Hagrids Hütte. Hier haben wir im Grunde 2 Jungs, die Harry Potter lesen, immer ein Kapitel und über dieses Kapitel dann im Grunde sprechen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie groß das ist. Und ich glaube, ich höre jetzt auch schon seit Anfang 2020. Da merkt man, wie viele, es könnte hinkommen, ne? Wie viele Folgen es schon gibt. Es gibt wöchentlich eine, es werden auch manchmal 2 Kapitel besprochen und am Ende von dem Buch wird dann auch mal noch so ein Film-Buch-Vergleich gemacht, weil dann natürlich für die beiden auch alles frisch ist und es ist wahnsinnig, was die so erkennen, was die hinterfragen, wo man dann auch mal selbst drüber nachdenkt, wie die auch von einem zum anderen zum nächsten kommen und es macht mir großen Spaß. Die sind, glaube ich, jetzt im 5. Band. Ich habe da dann irgendwie aufgehört, mal kurz zu hören, weil ich jetzt ja so im 6. und dann im 7. war. Und dachte nicht, dass ich mich ganz verwirre. Ganz gut gepasst hat es, als ich den 5. gehört habe, waren die auch schon im 5. Das fand ich tatsächlich ganz lustig. Mir wäre das Tempo aber viel zu langsam, um es zu lesen, um es zu hören. Da ist man ja Jahre gefühlt beschäftigt, aber macht auf jeden Fall großen Spaß. Ja, ich lausche auch jeden Dienstag morgen Buchingers Tagebuch. Ich mag den YouTube-Kanal von Michael Buchinger auch schon jahrelang. Ich mag seinen sehr bitterbösen Humor sehr gerne. Ich mag dieses Satirische, dieses nicht zu ernst nehmen. Ich mag es, wie er die Welt und die Menschen betrachtet, was er da mitnimmt und rüberbringt und wie er einfach die Welt sieht. Und das eben auch sehr satirischer und wirklich schwarzen Humor an mancher Stelle. Und ich habe auch seine Bücher gelesen, ich mag seine Hasslisten, wenn die auf YouTube in Videoform kommen und ich lausche eben auch seinem Tagebuch, wo er eben immer erzählt, was er im Grunde so die letzte Woche gemacht hat. Egal, ob es Auftritte sind, Urlaube sind, Reisen sind, ob er einfach mal von seinen sportlichen Dingen erzählt oder was er eben mit seinem Freund da auch irgendwie mal in der Woche so erlebt hat. Ich bin da immer dabei, man nimmt da immer irgendwas super Humorvolles raus. Es ist aber auch sehr häufig ernst. Und ich mag diese Mischung super gerne. Also ich kann da wirklich viel lachen, nicken, schmunzeln. Ich habe mit Michael Buchinger wirklich großen Spaß und lausche da wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig.
Auch regelmäßig lausche ich dem Podcast von Weltwach ja schon über Jahre. Ich habe hier auch schon mal eine eigene Hörgenuss-Folge gemacht. Da war auch Erik Lorenz dann mit dabei und hat hier einen Gruß dagelassen für meine Zuschauer. Das fand ich richtig lieb von ihm. Und ich liebe dieses Abenteuer-Feeling. Und ich mag es, wenn Menschen etwas Einmaliges erleben, davon berichten, da so ein bisschen auch jemand einfach ist, der Fragen stellt, wo vielleicht auch der Abenteurer gar nicht drauf gekommen wäre, dass es irgendwie interessant ist. Da gibt es, glaube ich, immer samstags die Folge und ja, samstags oder ich glaube samstags, nicht sonntags, und ich lausche da super gerne. Also es ist natürlich nicht jedes Abenteuer gleich interessant, nicht jeder ja, Gast ist sozusagen ja, gleich unterhaltsam, aber ich höre da immer rein und freue mich da dann eben auch einfach ein bisschen auf Reisen zu gehen, was natürlich gerade in Tagen wie diesen ganz besonders ist. Und relativ neu, aber dennoch auch ein Podcast-Tipp von mir für alle Disney-Fans und ja, damit hat mich natürlich die liebe Becky angefixt, ist der Podcast Sei hier Gast. Hier haben wir zwei junge Frauen, die ja auch mehr oder weniger ihre Disney-Liebe entdeckt haben oder ja jetzt da tatsächlich auch noch weiter ausleben und die uns hier wirklich teillassen an den besten Filmen, an den Flop-Filmen, an ja auch mal kritischen Themen zu den Filmen. Und Becky und ich planen im Januar auch einen Disney-Hangout, weil es ja doch immer bei unseren Quartals-Hangouts so ein bisschen ausartet in Disney. Und wir wollen das jetzt mal so kompakt zusammenpacken und stundenlang über Disney sprechen in jeder Form. Das wird auf jeden Fall im Januar dann soweit sein und ja, mir gefällt der Podcast sehr gut. Ich mag auch diese Dynamik hier einfach wieder von zwei Menschen, die sich unterhalten, austauschen, dann eben auch von einem zum nächsten, zum anderen kommen und man merkt, dass die beiden auch gut befreundet sind und ja, dass da eben auch ein bisschen was Privates mit hineingestreut wird und das macht mir große Freude. Also Podcasts nach wie vor gefällt mir das sehr, sehr gut. Es gab auch einige Podcasts, wo ich mal angefangen habe, dann aber nicht so dran geblieben bin. Andere, die einfach nicht mehr so spannend sind, wie vielleicht noch zu Beginn. Ich höre auch sehr gerne geführte Meditationen zum Beispiel. Da habe ich aber auch so 3, 4 Kanäle, wo ich immer mal vorbeischaue auf Spotify. Also mir macht Podcast hören viel Spaß oder auch wenn ich einfach mal ein Thema suche, dann kann man sich da eben auch einfach mal 3, 4 Podcasts anhören zu einem Thema und ist danach auf jeden Fall ein bisschen intelligenter als vorher. Ja. Ja, das ist ja so im Groben der Rückblick, also doch eine ganze Menge zu erzählen über ja, Hörbücher, über Hörgenüsse und ich freue mich schon, was das neue Jahr bringt, zum einen natürlich an Hörbüchern, aber auch an Podcasts, was auch so ein bisschen hier der Hörgenuss jetzt heute erzählen wird und was da auch im neuen Jahr so ein bisschen vielleicht auf uns wartet. Ich freue mich da immer sehr auf den letzten Donnerstag im Monat und bin jetzt auch schon sehr gespannt, was es so zum Jahresende von den anderen Mädels noch für Empfehlungen und Tipps gibt. Und ja, das war mein Hörgenuss-Rückblick des Jahres 2021. Morgen ist schon Silvester. Es ist ja schon ein bisschen verrückt, wie gerade schnell tatsächlich der Dezember irgendwie vorbei war. Aber ja, nun möchte ich euch aber natürlich mit diesem Video sozusagen ins das alte Jahr, nein, aus dem alten Jahr, aus dem alten Jahr entlassen und freue mich, wenn wir uns am Samstag im neuen Jahr dann zum Jahresrückblick zum Thema Bücher wiedersehen werden. Also es ist hier jetzt geballte Jahresrückblickszeit in dieser Woche und ich ja, wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr, kommt gut aus dem Jahr raus und besonders, glaube ich, sollte man sich in diesen Zeiten auch Gesundheit wünschen. Danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß bei den anderen Videos der Mädels, die hochgeladen wurden und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.